Moin moin liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video, mal wieder hier auf dem 2-Kanal. Wieder mal nach kurzer Abstinenz werden wir uns heute aber den FC Bayern München widmen, denn ich bin ganz ehrlich, was die Jungs da gerade unter Company machen, ist der absolute Wahnsinn und das macht unfassbar Lust auf mehr. Wir werden uns heute genauer anschauen, warum der FC Bayern eigentlich so erfolgreich ist, wie sie gerade nun mal spielen, wo ihre Schwächen liegen und was sie momentan zur besten Mannschaft Europas macht, plus mit wem sie sich letztendlich auf diesem Niveau messen müssen, denn der FC Barcelona ist momentan auch nicht schlecht unterwegs und die müssen sich da bald gegenüberstellen, zumindest in der Champions League, und da werde ich auch nochmal ganz gerne meine Einschätzung zu abgeben. Also, wie mein vollgepacktes Video, du abonnierst den Kanal, wenn du rund um Fußball nichts mehr verpassen möchtest und lass gerne Like und Kommentar, um mich selber wissen zu lassen, wie du selber den FC Bayern momentan einschätzt. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal ganz vorne an und wir werfen nochmal ganz kurz einen Blick auf mein Thumbnail, welches ich hier für euch vorbereitet habe, denn hier fasse ich es ja, denke ich mal, schon relativ gut zusammen. In Form von drei Spielern hinter meinem wunderschönen Gesicht sitzt jetzt nämlich gerade der gute Olise. Mit Harry Kane zusammen und Musiala. Drei Eckpfeiler, die dieser Mannschaft so unfassbar gut funktionieren und natürlich auch in vielen Positionen die individuelle Qualität mit sich bringen, damit man eben momentan alles und jeden schlagen kann. Natürlich muss man auch ganz ehrlich sagen, ist der FC Bayern dieses Jahr bis dato in der Bundesliga noch auf keinen absoluten Brecher gestoßen. Das Ganze ändert sich jetzt natürlich am Wochenende, wenn sie gegen Bayer Leverkusen nochmal ran müssen, aber ich glaube, man wird dort dieses Mal mit ganz, ganz breiter Brust auftreten, weil man einfach ganz genau weiß, welche Qualität man selber hat, wo auch die individuelle Qualität liegt und vor allem mit den Siegen in den Rücken, die einfach wirklich alles momentan zerschossen und zerlegt haben. Gerade wenn wir gleich mal einen Blick auf die Partie gegen Werder Bremen werfen, sehen wir auch anhand der Heatmaps, dass das crazy ist, wie die über die Bremer wirklich drüber gerollt sind. Also wirklich, da wurde einfach alles verbrannt, was nicht bei drei auf dem Baum ist, und die sind einfach hungrig nach mehr. Natürlich sind einige Fragezeichen hinter zum Beispiel der Personalie, wie eben Jamal Musiala, mit dem probiert man jetzt natürlich ganz extrem zu verlängern. Warum? Er soll das Aushängeschild werden von dem FC Bayern München der Zukunft. Er soll theoretisch gesehen in die Fußstapfen von Thomas Müller treten. Und da habe ich schon selber wieder auf Social Media gelesen, dass manche Leute meinten, Musiala soll in die Fußstapfen von Thomas Müller treten. Was ist das für ein Disrespect? Jungs, was für ein Disrespect? Worüber reden wir hier? Thomas Müller ist eine absolute Legende, 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 Legende. Das ist der Feldspieler der Neuzeit beim FC Bayern München. Er und Manuel Neuer haben eine komplette Ära geprägt. Sie haben alles gewonnen. Der hat die meisten Spiele oder die meisten Feldspielerspiele für diesen Verein bestritten. Der hat, keine Ahnung, ich glaube 300 Scorer oder so, und kam alleine nur in der Bundesliga hingelegt. Ich glaube so roundabout 150 Tore, 150 Vorlagen. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Und wenn ein Verein auf dich zukommt und sagt, hey, du sollst in die Fußstapfen von diesem Spieler treten, der ganz, 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 ganz oben vom Ansehen und vom ganzen Drumherum ist beim FC Bayern, dann ist das fast schon das größte Kompliment, was man einem Spieler machen kann. Die einzige Problematik, die ich irgendwo so ein bisschen sehe, ist, wie weit sich man gegebenenfalls für eben Jamal Musiala aus dem Fenster lehnen möchte, wenn es um das Geldtechnische geht. Wie viel ist man bereit, wirklich für ihn zu bezahlen? Wie viel Gehalt will er letztendlich einfordern? Und wie ist er letztendlich, kompromissbereit oder kompromissfähig, um eben auf bestimmte Dinge einzugehen. Klar, mit Florian Wirtz und auch bei anderen Spielern, an denen Bayern ja natürlich auch großes Interesse hat, ist natürlich in Zukunft schon einiges, was man probiert einzutüten, um eben der Mannschaft auch ein bisschen mehr Stabilität zu geben. Denn am Ende des Tages muss sich der FC Bayern eigentlich nur mit Mannschaften in der Champions League messen. Das war die letzten 10, 11, 12 Jahre so, und daran wird sich nichts ändern. Ja, letztes Jahr hat man letztendlich einmal die Bundesliga abgegeben, aber was ist am Ende des Tages passiert? Man hat einen schlafenden Riesen geweckt, der einfach mal wieder Bock gehabt hat, ein paar Spiele zu gewinnen. Ja, du musstest mal wieder jemanden ein bisschen kitzeln, damit er aufwacht und einfach merkt, okay, hier haben wir jetzt einmal Scheiße gebaut, wir müssen jetzt mal richtig Gas geben. Und dass man dann theoretisch gesehen auch im Trainerkarussell unter Vincent Kompany, der dann als fünfter oder sechster Trainer dann letztendlich an der Seitenlinie stand, nachdem ja gefühlt diverse Spieler oder Trainer abgesagt haben, sind es ja eher gewesen, ist es natürlich extrem wild, dass es jetzt gerade so unfassbar gut funktioniert. Und jetzt würde ich mal sagen, werfen wir mal ganz kurz einen Blick auf die Heatmap der jeweiligen Spieler. Zum Beispiel bei SofaScore. Wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, Harry Kane ist natürlich immer jemand, der sich so überall auf dem Platz ein bisschen bewegt, ne, ist ja ganz klar, und sich auch mal gerne ein bisschen tiefer fallen lässt, aber auch hier sehen wir fast so in der gegnerischen Hälfte gewesen. Kingsley Coman, nur in der gegnerischen Hälfte gewesen. Jamal Musiala, gefühlt nur vom gegnerischen 16er gewesen und auch sonst nur in der gegnerischen Hälfte, mit ein paar Ausnahmen. Ulis, genau dasselbe, oder Olise, selbiges gilt sogar für Konrad Leimer, der als Rechtsverteidiger agiert hat, ein Joshua Kimmich, der ebenfalls auf der rechten Seite richtig Ramazamba gemacht hat. Also hier merkt man, da hat man wirklich sich in der gegnerischen Hälfte maximal festgesetzt und einfach den Gegner nach und nach per Pressing und allem drum und dran komplett zermürbt. Einer der großen Kritikpunkte, die man ja jetzt über die Anfangszeit noch beim FC Bayern hatte, das ist ja letztendlich die Innenverteidigerposition gewesen und natürlich auch die Außenverteidigerposition, denn dort ist man verhältnismäßig ein bisschen dünner besetzt. Aber da bleibe ich auch bei. Dayot Upamecano und Kim Min sind rein vom Potenzial her immer noch absolute Banger in Verteidiger. Und mit ein, zwei Spielern letztendlich, die man noch in der zweiten Reihe hat, die mit der Reservistenrolle zufrieden sind, wie dann beispielsweise auch der gute
Mensch, Erik Dier beispielsweise, der dann ja auch in der Rückrunde letztes Jahr eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat. Ansonsten Guerrero, Gnabry, Sané, Palinja, Müller, Goretzka, Mathys Tel. Das sind schon einige Leute, die man auch noch von der Bank bringen kann, die dann natürlich auch noch eine gewisse Qualität, Erfahrung und auch individuelle Klassen mit sich bringen. Das heißt, für mich ist sowohl der Kader auf der Startelf rein qualitativ richtig gut, aber auch von der Bank her kann sich das definitiv sehen lassen. Das ist für mich momentan ein Top-5-Kader, der hier auf dieser Welt einfach rumläuft und das Ganze momentan mit einer Spielidee, die natürlich so ein bisschen an den Hansi-Flick-Fußball erinnert, wie es in der Hochzeit war, als sie, glaube ich, 2019 müsste es gewesen sein, oder? 2019, 20, als sie da während Corona einfach alles zerlegt haben. Alles zerlegt haben. Wild, by the way, wie lange das schon wieder her ist. Denn ja, man bekommt vielleicht ab und zu mal ein, zwei Gegentore, aber das ist scheißegal. Solange du 5, 6, 7, 8 schießt und nach vorne alles funktioniert, heilige Scheiße, dann kannst du alles und jeden besiegen. Und deswegen bin ich umso gespannter darauf, wenn endlich Bayern endlich auf den FC Barcelona trifft. Ich habe das wohl gerade zweimal gesagt, ne? Endlich? Naja, egal. It is what it is. Denn das ist eine Mannschaft oder Hansi Flick, die halt sehr ähnlich spielt, die eine ähnliche Philosophie verfolgt, wo sich natürlich gerade auch wieder wie Robert Lewandowski sozusagen im zweiten Frühling nochmal befindet, der jetzt einfach in seinem hohen 30er Jahren, so nenne ich es jetzt einfach mal, anfängt auch nochmal gefühlt jede Partie wirklich zu treffen. Und da treffen dann beispielsweise zwei sehr ähnliche Spielstile aufeinander. Aber auch hier muss ich ganz klar sagen, sehe ich momentan bei Bayern einfach die Nase vorn. Sowohl im Champions-League-Wettbewerb hat man natürlich mittlerweile gerade in der Gruppenphase, auch wenn man das neue Ligasystem so nicht mehr ganz ansehen kann, aber irgendwo ist es ja noch eine Gruppenphase, halt eine große Gruppe, hat man ja mittlerweile seit keine Ahnung wie vielen Jahren keine Partie mehr verloren. Und ich glaube auch, dass der Fluch über den FC Barcelona, wenn es so rein um die Champions League geht, siehe auch zum Beispiel gegen Monaco, ja, das ist etwas, das hat sich mittlerweile in den Köpfen ein bisschen festgesetzt. Und da kann FC Bayern einfach komplett befreit drauf aufspielen. Also ich bin sehr gespannt, wenn die beiden Mannschaften aufeinandertreten. Aber eine Sache muss man ganz klar sagen. Sowohl die Transfers, die man getätigt hat, allen voran der Olysee, ja, der ja völlig wild Plug-and-Play funktioniert, der auch eine unfassbare individuelle Qualität mit sich bringt, der auch mal das 1-gegen-1 gehen, ins 1-gegen-1 gehen kann und eben ein Spieler wie Jamal Musiala, der gerade gefühlt noch den nächsten Schritt macht. Ich habe zum Beispiel in der Vergangenheit häufiger bei ihm kritisiert, dass er mir manchmal seine Entscheidungsfindung ein bisschen nicht, also er wirkte für mich nicht konsequent genug, sagen wir es mal so. Das heißt, in dem Moment, wenn er sich ein bisschen zu sehr verdribbelt hat und hätte für den Pass gehen können, hat er beispielsweise versucht zu schießen. Oder wenn er hätte schießen können, hat er versucht, den Pass zu spielen. Und dann ist das ein oder andere, egal wofür er sich entschieden hat, meistens ein bisschen ungenau gewesen. Das ist etwas, wofür für mich Florian Wirtz ein ganz bisschen die Nase vorn hatte. Das sind beides Weltklasse-Spieler, ich will die gar nicht zu sehr vergleichen. Aber da war für mich einfach Florian Wirtz ein bisschen konsequenter in seinen Entscheidungen. Sagen wir es einfach mal so. Aber das, was Musiala jetzt gerade aktuell macht, boah, heilige Scheiße. Und vor allem, der hat eine Behandlung wie fast kein anderer Spieler auf dieser Welt. Das ist so eine individuelle Qualität. Dann hast du einen Terry Kane, einen der wenigen Stürmer, die noch momentan auf diesem Planeten rumlaufen, die in der Lage sind, aus jeder Situation ein Tor zu schießen. Du gibst dir den Ball, der schießt aufs Tor. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding reingeht, ist einfach super, super hoch. Dann ein Gnabry, der mittlerweile auch wieder, sagen wir mal so, wie der Phönix auf der Asche ein bisschen aufersteht, der von seiner Verletzung gut zurückkommt und momentan auch wieder ein bisschen am Kochen ist, wie man immer so schön sagt. Also, alles im Eimer, das für mich richtig Hand und Fuß. Und auch gerade mit einem Kapitän wie Joshua Kimmich, den man ja schon fast mit der Mistgabel vom Hof gejagt hat, der jetzt momentan aber ganz klar wieder zeigt, wie essentiell er für diese Mannschaft ist, ist einfach so, 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 so wichtig. Also, alles in allem muss man ganz klar sagen, heilige Scheiße, FC Bayern, ihr macht gerade einen richtig guten Job. Es macht mega viel Spaß, der Mannschaft zuzugucken. Ich bin unfassbar gespannt, wie sie sich im internationalen Wettbewerb, so nenne ich jetzt das einfach mal in Richtung der Champions League, mit den restlichen Mannschaften messen werden. Denn gerade da haben wir noch ein oder zwei Brocken wirklich vor der Brust, um die man sich letztendlich kümmern muss. Und da bin ich absolut, absolut heiß drauf. Denn ich bin ganz ehrlich, ich sehe nicht, wenn es aktuell so weitergeht, wie das momentan läuft, dass irgendeine Mannschaft, ja, auch Bayern wird mit Sicherheit mal stolpern. Die werden nicht alles gewinnen oder sonst irgendwas. Das glaube ich nicht. Kann sein, aber es ist natürlich mal unwahrscheinlich. Sonst wäre das, was Leverkusen letztes Jahr gemacht hat, nicht so was extrem, extrem Besonderes gewesen. Aber einfach muss ich eine Sache ganz klar sagen. Ich glaube nicht, dass da momentan irgendeine Mannschaft qualitativ hier wirklich die Stirn bieten kann. Denn man sieht gerade auch an Bayer Leverkusen, dass sie ein bisschen am Straucheln sind, dass sie ihren Mocho, auch wenn sie jetzt wieder letztendlich in den letzten Minuten getroffen haben, im letzten Spiel, dass da gerade nicht alles ganz so rund läuft. Ja, dass da ein, zwei Baustellen einfach da sind und auch das Selbstvertrauen bei einigen Spielern nicht ganz da ist, dass der Flow nicht ganz da ist. Das sind alles Dinge, ja, die können sich natürlich über die Saison hinweg noch weiter festigen, aber da ist momentan Bayern einfach Plug and Play unter Company und das ist einfach wirklich, wirklich, wirklich wild. Also, ich bin sehr gespannt, wie es aussieht am Wochenende. Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht in der Champions League. Aber ansonsten würde ich Stand jetzt sagen, sollte Bayern genauso weitermachen wie bisher, wären sie deutscher Meister und die werden mindestens im Halbfinale stehen in der Champions League, denn die können es in der aktuellen Form mit jeder Mannschaft dieser Welt aufnehmen. Also, an alle Bayern-Fans, die in den letzten Jahren sehr unzufrieden waren mit der Transferpolitik, in der Art und Weise, wie der Verein geführt wurde, mit dem ganzen medialen Druck, der von außen kam, die ganzen Trainerwechsel und dem ganzen Drumherum. Also, ich glaube,
Hier hat man jetzt momentan ein bisschen viel Scheiße geerntet, aber hat aus dieser Scheiße probiert, so gute Früchte zu tragen wie nur möglich. Das Ganze sieht momentan unfassbar gut aus und ich kann nicht nur noch einmal wiederholen. Es macht richtig Spaß und die spielen einfach momentan arschgeilen Fußball. So, das war's von meiner Seite aus. Deswegen probiere ich nochmal ganz kurz die Frage zu beenden, ob ich glaube, dass man FC Bayern momentan aufhalten kann. Ich sage nein. Wenn dann nur, wenn sie einen ganz, ganz schlechten Tag haben und die andere Mannschaft einen richtig, richtig guten Tag hat und man dann gegebenenfalls individuelle Fehler extrem bestraft und selber nichts zulässt. Und das ist das, was, glaube ich, momentan am schwersten ist. Diesen Rollenzug aufzuhalten ist ganz, 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 ganz schwierig. Schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt. Ich bin hier raus, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, peace, peace, see ya.